Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Die Sicherstellung der für jedermann bezahlbaren individuellen Mobilität ist für die Alternative für Deutschland ein zentraler Punkt unserer Politik. Interessant ist, dass die AfD zum Haushalt 2018 Erhöhungen im Straßenbau für 900 Millionen Euro beantragte, wurden natürlich abgelehnt. Aber im neuen Haushaltsentwurf 2019 ist mehr als das enthalten und es ist somit de facto angenommen worden. Da freuen wir uns drüber. Es werden aber immer noch wesentliche Ideen zur Vermeidung von Staus auf Bundesfernstraßen oder Verspätungen der Bahn leider einfach ignoriert. Und da werden wir auch noch mal darauf hinweisen. Das, was aber derzeit die meisten Bürger bei uns im Lande tatsächlich beschäftigt, sind die anstehenden Fahrverbote für Diesel- und eventuell auch Benzinfahrzeuge. In dem vorliegenden Haushaltsentwurf versuchen Sie, diese berechtigten Sorgen mit einem Placebo zu übertünchen. Es ist der Haushaltstitel Aktionsprogramm Saubere Luft. Allein schon dieser Name ist hochgradig verlogen. Die Luftreinhaltepläne verschiedener Städte zeigen, dass mit realistischen Maßnahmen kurzfristig keine Unterschreitung der Grenzwerte erreicht werden kann. Damit ist das Programm Saubere Luft zur Vermeidung von Fahrverboten schlicht unwirksam. Und wie der Untersuchungsausschuss in diesem Parlament schon mal festgestellt hat, ist eine Gesundheitsgefährdung bei den aktuellen Messwerten, die teilweise oberhalb der Grenzwerte liegen, gar nicht nachweisbar. Oder formulieren wir es anders, nicht wissenschaftlich nachweisbar. Sag nicht ich, sagt der entsprechende Untersuchungsausschuss. Setzen Sie endlich durch, dass in Deutschland wie in allen anderen EU-Ländern repräsentative Mittelwerte und keine Worst-Case-Messwerte gemessen werden. Ich zitiere die entsprechende Richtlinie der EU. Die Mitgliedstaaten benennen die zuständigen Behörden, in Klammern, die für die Durchführung der Messung zuständig sind. Damit ist völlig klar, wir können die Standortfrage der Messstationen hier in Deutschland selbst entscheiden. Jedes Fahrverbot in Deutschland ist von Ihnen politisch gewollt. Verantwortlich ist nicht nur der Grenzwert der EU, sondern diese Regierung, bestehend aus CDU, CSU und SPD. Sie wollen diese Fahrverbote, weil sie die Menschen in diesem Land umerziehen wollen. Stehen Sie dazu und sagen Sie, dass Ihren Wählern, anstatt hier scheinheilig die Schuld auf die Autoindustrie zu schieben, eine politisch gewollte Nachrüstung, die ja neuerdings auch von der CDU gefordert wird, ist praktisch nicht durchführbar und deshalb nur ein weiteres politisches Märchen. In einer Demokratie muss der Wähler wissen, welche Partei für welches Programm steht. Wir, die AfD, sind ja offenbar die Einzigen, die diese Fahrverbote ablehnen. Langfristig müssen wir auch über höhere wissenschaftlich fundierte Grenzwerte für Luftschadstoffe und auch CO2 diskutieren. Die Antwort auf die europäische CO2-Gesetzgebung und die Verringerung der Luftschadstoffe kann nicht Elektromobilität sein. Bisher dachte ich ja, es ist vielleicht einfach Ihr Unwissen über die Zusammenhänge. Mittlerweile habe ich aber eine Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung gelesen. Da steht drin, dass der Wegfall hunderttausender Arbeitsplätze in der Autoindustrie erwartet wird. Und was ist die Antwort der SPD-nahen Wirtschaftsexperten? Ich zitiere: Es sollen neue Wertschöpfungsketten etabliert werden. Sozialpartner sollen alternative Beschäftigungsmodelle entwickeln. Lassen Sie mich das kurz zusammenfassen. Es werden Steuergelder benutzt, um eine Elektromobilität zu fördern, die hunderttausende Arbeitsplätze in Deutschland vernichten wird. Die politischen Berater der SPD sehen das als alternativlos an und fordern, dass reale Arbeitsplätze durch Sozialprojekte ersetzt werden. Für mich ist mittlerweile klar, Teile dieses Parlaments wollen die Deindustrialisierung unseres Landes. Das ist für mich die böswillige Zerstörung der wirtschaftlichen Existenzgrundlage der Bundesrepublik Deutschland. Und was machen eigentlich die angeblich wirtschaftsnahen Parteien von Union und FDP? Sie stimmen einfach mit den linken Umwelthysterikern aus Angst vor einer politischen Konfrontation mit dem linksgrünen Zeitgeist. Stattdessen
wird hier Placebo-Politik betrieben. Im Ausschuss kamen dann so Argumente wie, ist ja noch nicht endgültig beschlossen, oder bei der FDP das Übliche, irgendwas mit Digitalisierung ist die Lösung. Diese Politik ist hochgradig unehrlich. Die Wahrheit ist, wir können in Deutschland den weltweiten CO2-Ausstoß sowieso nicht entscheidend beeinflussen. Das Einzige, was wir können, ist unser Land mit industriefeindlicher und realitätsferner Politik ruinieren. Die AfD wird da nicht tatenlos zusehen. Die Politik in diesem Land muss endlich Realitäten akzeptieren und nicht permanent in Wunschträumen reden und den Leuten Märchen erzählen. Bis dahin können Sie ruhig weiter unsere konkreten Vorschläge zur Verbesserung der Verkehrspolitik und die Anträge gerne klauen und in Ihren Haushaltsentwurf einbauen. Vielen Dank. Stellen Sie eine Zwischenfrage. Nein, bitte. Sie sind am Ende der Rede. Und wir wollen auch keine unmittelbaren Dialoge einführen. Als nächstes für die SPD-Fraktion der Kollege Thomas Jupp.